So, und wie eben schon besprochen, selbe Welle, selbe Stelle. Super Smash Bros. Melee wird gespielt als Part Nummer 12 von der Graf Wallners Spiele Odyssey 2001-2002. Habe ich natürlich gesuchtet und gespielt wie bekloppt. Und nächste Stufe Game immer noch auf der GameCube. Ist eigentlich ganz cool. Ich sehe das eher so, diese verschiedenen Konsolen sehe ich so als Insel. Und als Odyssee guckt man ja die komplette Welt, die man selbst so kennengelernt hat, so ein bisschen durch. So als Rückblick. Das bedeutet, wir befinden uns immer noch auf der Odyssee. Bei der Odyssee auf der Welt der GameCube. Ja. Und auf der Welt der GameCube und spielen jetzt halt Smash Brothers. Machen wir natürlich hier ganz normal Regulär-Match erstmal. Wir können ja beide mal durchgehen. Einmal Classic, einmal Adventure. Ich spiele das immer noch mit Leuten. Also wie gesagt, hier Emulator, klar, easy, aber GameCube hier super. Ich habe das Spiel immer noch. Hab ich schon ewig, aber die CD funktioniert noch nicht. Das ist wirklich das beste Spiel, was ich kaufen konnte. Ich persönlich bin halt echt ein Freund von Link. Das ist echt mein Lieblingscharakter. Machen wir mal easy, weil ich nicht so weiß, wie das mit der Steuerung halt so ist. Weil normalerweise mittel bis hart ist kein Problem. Aber man weiß es halt echt nicht. Also ja. Ich versuche natürlich so gut ich kann. Ah, Mist. Wie gesagt, nur zu Zwecken von easy und... Jo. Kein Problem. Ich habe das Spiel echt geliebt. Super knackige Steuerung, Game Feeling, super geil. Und wenn du mit vier Leuten zusammenspielst, ist das echt der Hammer. So, Nana ist natürlich doof, ne? Weil wenn wir die Nana besiegen, dann ist der Charakter halt generell geschwächt, weil der aus. Na komm her, Kirby. Tschüss. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich durchzupetzen. Bonus. Die Steuerung ist jetzt. Ja, Link hat ein cooles Waffenarsenal. Pfeil und Bogen und Bomben und Boomerang. Ja, war jetzt nicht ganz so schnell, aber wie gesagt, es ist halt wirklich nur ein Emulator und allem drum und dran. Oh, Zelda gegen Link, jetzt muss ich... Jetzt, Mädchen, jetzt kriegst du von mir die ganze Zeit auf die Fresse. Die ganze Zeit muss ich vor Ganondorf und anderen Leuten retten und du lässt mich nicht mal ran, ey. Weißt du, da kommst du dir auch echt irgendwann verarscht vor, ey. Oh, Items. Also wie gesagt, ich kann da zu dem Spiel, zu dem Story, zu Story und so nicht viel. Das ist einfach ein dummes Haut drauf spielen. Wie, Endivie? Super, und ich krieg so ein blödes Wine genau, ey. Ja, da unten ist natürlich doof. Jetzt kriegst du erstmal... Die kriegt von mir richtig auf die Fresse, ey. Emanzipation! Hoch 3. Ja, blöd laufen. Hier ist nicht so. Frauen schlägt man nicht so ein Geschiss. Gleichberechtigung für alle. Die kriegt von mir auf die Fresse, wie Ganondorf von mir aufs Maul kriegen würde. Oh nein, nicht Yoshi. Komm, wir sind ja tierlieb. Ach, komm. Der Klostein ohne. Der Klostein, der grüne. Yoshi, du Müllbeutel mit unendlich. Ja, keine Ahnung. Was ist Yoshi? Yoshi ist eigentlich ein Müllbeutel ohne Deckel mit unendlich Hunger, hat der Zocker Slaxi mal gesagt, als er Super Mario World gespielt hat. Und Yoshi frisst und frisst und frisst und frisst. Und das ist dem einfach scheißegal. Fester, das ist natürlich
Nein! Normalerweise hätte ich es gekriegt, aber das ist halt diese Steuerungsteil. Oh, ich hasse Captain Falcon. Kumpel von mir, der spielt immer Captain Falcon und der ist einfach nur... Der ist übel. Ich mag den Charakter selbst nicht. Weil der einfach im Kämpfen ziemlich schnell ist. Ja, diese Lags sind halt einfach, wie gesagt, Emulator. Ja, komm her. Sternchen. Hallo. Mist. Was war das denn? Aha, blöd gelaufen. Link ist halt ein bisschen langsam. Dafür hat er rein gute, starke Attacken. Oh, da musste ich sogar ein Leben verlieren. Oh, was bin ich denn für ein Noob, ey? Ich mag den Charakter echt nicht. Wie konnte er den denn... Oh, endlich. Ich habe bei Captain Falcon auf easy ein Leben verloren. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht schönreden. Oh, wir verprügeln kleine Jungs. Das ist natürlich gut. Ja, auf Very Easy sind die echt einfach, aber... Also es gibt zwei Sachen. Entweder bin ich einfach schlecht, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe, oder es liegt an der Steuerung ab. Alter, hat der eine Feuerblume. Ihr seht schon den Controller knacken. Ja, haut ihr ab von mir oder was? Hallo? Hallo, ihr wart böse. No. Pokéball! Super, und ich mache nichts Besseres, als ihn aus dem Bild zu werfen. Ja, die KI ist ein bisschen dämlich. Du kannst nämlich, die gehen nämlich auf Pokébälle und auf Nahrung gehen die immer. Die restlichen Items lassen sie links liegen. Deswegen benutze ich die immer ganz gerne bei solchen Sachen. Wie heißt es? Bei solchen Sachen benutze ich die immer ganz gerne als Lockvogel. Das bedeutet, der Computer geht da halt auch rein. Hier ist natürlich, hier kannst du richtig Münzen abgreifen, wenn du halt bis zum Ende durchstehst. Die Zeit wird aber knapp, das bedeutet, das musst du halt schon richtig machen. Hier gehe ich eigentlich normalerweise mit Link immer den unteren Weg, aber da verkacke ich auch ziemlich häufig, also von daher... Oh, Mist. Oh, das war zu knapp, ey. Wie viele Münzen kriege ich denn? Eine Münze? Zwei Münzen? Ja, drei Münzen, das ist in Ordnung. Ich glaube, der untere Weg ist ein bisschen kürzer, aber dafür schwieriger. Deswegen mit dem... Oh nein. Hallo, Süße. Also bei Samus musst du dir echt... musst dir als Mann echt nicht schämen, wenn die dir auf die Fresse geht, weil das ist echt eine Lady, die hat bestimmt irgendwie Eier. Vor allem mit so einem fetten Anzug, ey. Metal Samus mache ich immer ganz gerne so ein bisschen Damage. Und jetzt weg mit dir. Oha. Ja, 170%. Ja gut, Metal Samus ist halt schwer, ne? Zum Glück ist es kein Metal Captain Falcon, ey. Ja, schaffst du nicht mehr, ne? Zur Not wollte man in der Hüppe. Gut, jetzt kommt die böse Hand. 9 Minuten, das ist cool. Vielleicht können wir doch einen Advanced-Modus machen. Ich habe nämlich wollte ich eigentlich kümmern, um beide Modus mal ein bisschen zu zeigen, aber habe halt die zweite Befürchtung gehabt, dass es vielleicht zu lang wird, aber wenn wir das hier in 10 Minuten durchpetzen, dann hält sich das doch noch in Grenzen.
Mit Mario mache ich das auch mal ganz gerne, weil da nämlich immer diesen, wie heißt diesen Mantel, der dann halt uns von uns zurückschickt. Na komm her, greif. Nein! Ach Mist. Ich wollte eigentlich ausweichen, verarscht ihn mal ganz gerne, aber ich glaube, das sollte ich hier nicht machen. Auf normal kommt ab und zu mal die Dingsbumshand, aber... Die ist brutal, ey, die ist brutal. Ja, greif mich! Ah, shit! Es wäre geil gewesen, wenn er mich noch gegriffen hätte. Ja, wenn er halt runterfällt und die greift dich, dann greift er dich und pff, schmeißt dich auf den Boden, ey, wie so ein gebrauchter Schlampenschlüpfer. Entschuldigung für die Minderjährigen hier. Wie so ein vollgepisster Schlüpper. Ja, das war der normale Mod. Ich liebe das Spiel. Natürlich muss es wirklich dann über die Gamecube sein. Da gibt es auch einen Glitch, den könnt ihr euch mal reinziehen. Das nennt sich Super Smash Bros. Melee Schwarzes Loch. Kann man natürlich mit Kumpel machen. Da gibt es auch viele Glitches, wo man dann die Meisterhand selbst spielt. Und so weiter und so fort. Kann man Trophäen sammeln. Aber da ist halt... da es halt schon selbst genug Videos, Tutorials dazu gibt, wo das den Emulator zum Abschützen bringen kann. Und die haben es einmal geschafft, dass die Gamecube so krass geleckt hat mit dem Schwarzen noch, weil wir es übertrieben haben. Das wird irgendwie so gemacht, du brauchst 4 Mitspieler dafür. Du brauchst einen Falcon, du brauchst 2-mal Star Fox, die nicht... Congratulations. Du brauchst 3 Star Foxe, ja? Das bedeutet, du brauchst hier einen, der auf den Gegner schießt. Ne, du brauchst einen Gegner, der dieses Schild macht. Dann brauchst du einen zweiten Gegner. Dann brauchst du einen... Dann brauchst du... Noch einen Gegner. Also hier, du brauchst halt mindestens drei Gegner. 2 müssen in einem Team sein. Dann brauchst du einen Gegner, der auch den Schild macht. Und hinter... Weißt du, du hast hier einen Gegner, da einen Gegner. Also 2 Kontrahenten. Die machen beide dieses Reflexionsschild. Hier hinten muss der hinter dem einen, hinter dem hier, muss sozusagen kumpanisch stellen und die den Laser schießen durch den Typen durch. Der wird dann von dem einen Gegner reflektiert zu deinem Teamkollegen, der hier steht, auch reflektiert. Und dann kannst du irgendwann so einen richtigen Laserstrahl hin und her schicken, wenn der Kumpane, der hier steht, weiterschießt. Und die Peach muss halt permanent ihr Gemüse halt da oben reinstecken. Und das wird dann irgendwann, wird dann halt immer mehr, weil sich das nicht auflöst durch diese Schüsse. Und irgendwann gibt es halt so 2 Gemüseteile, die sich so ein bisschen rotieren und gegenseitig in die Luft halten. Und dann springst du halt rein, wenn es genug sind, und hast dann direkt, wirst dann wieder festgehalten oder so. Müsst ihr halt mal gucken. Hier nehme ich mal den Mario. Natürlich 5 Leben. Adventure-Modus, um jetzt hier, ich habe das jetzt mal so ein bisschen erklärt, müsst ihr euch einfach mal reinziehen. So als YouTube-Video. Das haben wir mal gemacht. Das finde ich cool. Das hat mir schon immer gut gefallen. Nein! Ja, da habe ich es irgendwie... Ich weiß nicht, das war echt blöd gesprungen. Habe ich jetzt easy oder very easy gemacht? So, Yoshis verprügeln. Ich bin Klempner und verprügel kleine Dinos, die Windeln anhaben. Ist natürlich sehr geil. Du hast halt überall so verschiedene Stages zu jedem Charakter oder zumindest zu einigen. Nicht jeden Charakter, das wäre natürlich ein bisschen extrem. Aber aus jedem Universum. Das war jetzt das Pilzkönigreich, hier Super Mario, Dr. Mario und so weiter und so fort. Jetzt musste Peach nochmal verprügeln.
und den falschen Mario in den Farben von Wario. Nein! Oh, du blöde... Schon eine Bombe für dich gehabt, der Schiebche unter den Rock. tut mir leid. Tiefster Kongo hier, Donkey Kong natürlich. Hat er eigentlich... Ich glaube, Diddy Kong gibt es hier noch nicht. Hier gibt es hier wirklich Donkey Kong, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Du musst jetzt so zwei kleine Affen besiegen. Donkey Kong in so einem... So, komm her. So, die Stage ist aber noch nicht fertig. Also die Stage schon, aber jetzt nicht die Welt, glaube ich. Ja, es kommt nämlich der große Affe. Ja, wenn der einmal runterfällt, ist vorbei mit Spaß, ne? Das Herzteil heilt 100%. Du kannst 99% haben. Ja, ist vorbei. Ne, oh, der hat sich noch festgehalten. Nein! Das habe ich dem. Tschüss. Ja, mir als Metallmann macht das jetzt nicht ganz so viel aus. So. Wie gesagt, Untergrundlabyrinth, das habe ich immer so ein bisschen gehasst. Das ist immer so ein bisschen random. Es gibt da verschiedene Ausgänge und wenn du den falschen Ausgang nimmst, das ist halt dieses Triforce. Das ist halt dieses Triforce, hier dieser Zelda-Stein sozusagen. Und wenn da ein Schwert drin steckt, gibt es halt hier zum Beispiel, wenn du zu nah rangehst, gibt es einen Kampf gegen den Link. Nein! Ich bin Mario, ich hab doch nur Klempnerei im Kopf. Oh, Raubschleim, ey. Konnte ich echt leiden, die Fußbiss, wenn die mir bei den Zelda Gameboy-Spielen halt die Schilder geklaut haben. Ich komme aus Ocarina of Time. Ja, wie gesagt, falsche Ausgänge, kommt so ein komischer Link. Was ist denn mit dir los? Tschüss. Nochmal spotten. Ja, du hast halt wirklich nur begrenzte Zeit, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Du kannst halt auch nirgends nachgucken. Das ist auch wieder was Falsches. Deswegen versuche ich da einfach, ich glaube, ich muss einfach runter. Hier ist der richtige Ausgang. Du musst den Ausgang suchen mit dem Triforce und dann kannst du raus. Tontauben-KO. Hallo! Zelda! Hallo, schön Mädchen. Jetzt gibt's auf die. Jetzt gibt's Spanking! Ich bin der Bondage Mario, Bitch. Ja, verwandelst dich schon in dein. In ein Outfit, hä? Ja, wenn du so gut kämpfen bist, ey, warum machst du gar nicht auf mich selbst platt? Machst du dem Link da irgendwelche Hoffnung? Weißt du, klaust dem 7 Jahre in Ocarina of Time, dass er das Böse besiegen kann und du selbst machst nichts. Und dann verwandelst du den zurück, nachdem er dich gerettet hat, der geil auf dich ist und denkst so, oh Mädchen, wie wär's, wenn wir jetzt mal die Prinzessinnen, das Prinzessinnenbett mal austesten? Nein! Du bist wieder als Kind verwandelt, ey. Sag mal... Deswegen musst du die vorher mal wie ein Schnitzel mag. Alter Mädchen, die ist zu schnell. Ja, natürlich, Rubella. Ja, die Tomate wolltest du haben, hä? Blöd gelaufen. Weg mit dir. Tschüss. Oh, die ging mir jetzt gerade auf den Sack, ey. Die ging mir jetzt gerade so richtig auf den Sack. So, jetzt sind wir in der Welt von Samus. Na komm her. Alter, ey. Nur Frauen als Gegner, was ist denn hier los?
Es kommen wieder Kommentare. Graf, du Frauenschläger! Ja, natürlich, weißt du. Erst kriegen wir von der Dame in den Arsch getreten und dann, wenn sie nicht gewinnt, springt sie den gesamten Planeten in die Luft. Ja, Mario kann so einen Wandsprung, kann nicht jeder. Quapse, Quapuzzi war das. Hallo, du hast gelandet. Du bist gelandet. Complete! 7 Sekunden. Na gut, du verlierst halt nur ein Leben. Du landest immer auf irgendwo auf einem Stern. Oh nein, das sieht für mich aus wie Kirby. Green Greens! Ah, ich habe das Spiel auf dem Gameboy so geliebt. Ja, Gameboy hat auch so eine Station, hätte ich eigentlich mal machen müssen. Ne? Nicht nur die Konsolen, sondern wirklich auch mal Gameboy-Spiele. Komm her, du! Bist du eigentlich männlich oder weiblich? Du bist ein Knutschball. Wie du lebst. Ach, Mann. Tschüss. Haha, ich zeige euch mal, wer den großen Lümmel hat. Okay, mit Latzhose als Klempner ist natürlich nicht ganz so. Was geht denn hier aber? Die Familie Kirby rächt ihren. Ich bin doch auch nicht freiwillig hier. Oh, Pikachu Kirby. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Yoshi. Tschüssi. Na, kommt her. Alle drei, perfekt. Ist das ein Kirby mit Schmalzlocke? Ja, blöd gelaufen, ne? Brauchst dich als Pummeluft zu verkleiden. Ja, der Part wird mal wieder ein bisschen länger. Aber dafür hatten wir eben den Part ja relativ kurz. Oh, jetzt gibt's aber hier... Bubblegum für alle! Muss aber erstmal weich klopfen. Da, da, da. La, 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 la. Dem habe ich es gegeben, dem pinken Knutschball. So, es gibt noch zwei Stationen, es gibt noch zwei Games, die man auf der Gamecube-Insel sozusagen der Odyssee halt, die man noch zeigen kann, die ich auch noch zeigen will. Und zwar, das Spiel 13. Hat mir persönlich auch ganz gut gefallen, haben wir auch im Multiplayer so ein bisschen gespielt, obwohl der Multiplayer nicht ganz so geil war, weil das war halt so ein Story-Shooter. Basiert auch auf dem Buch. Hallo, Star Fox! Oh, dieser Hammer ist echt immer. Und das Spiel Zelda Wind Waker. Fox, bist du in Ordnung? Ja, der holt sich jetzt Verstärkung, ey. Das könnte diese Pussy nix alleine. Ja, hier unten gibt's auf die Fresse. Tschüss. Weil die werden nämlich nach einer Zeit richtig schlimm, die Raumschiffe, die einem noch mit anschießen. Und da denke ich mir so, ach nee, Pokémon Stadium! Ja, da bin ich doch gleich wieder zu Hause. Ich habe aber weder Pokémon Stadium für N64 noch auf der Gamecube gespielt. Colosseum, ja, habe ich durchgespielt. Aber irgendwie fand ich es halt ein bisschen schade. Nein, Team Pikachu! Hallo, Bummeluff! Hier gibt's auch noch Mewtwo. Eigentlich auch ganz cool. Ja, wollen genau, weißt du? Suicune! Oh, ich mag Suicune. Oder, keine Ahnung, wie... Ich habe am Anfang gedacht, das ist Suicune, aber ich mag das. Ich mag das viel. Das ist schön, elegant. Feurigel! Ja, Scharnierer! Ich spiele jetzt hier ein bisschen, weil ich einfach die Pokébälle feiere. Oha. Geht bitte alle in die Mitte. Oh, Glurak. Nein, ich habe ganz vergessen, dass ich fliege. Oh, du Rattenvieh. Ich hab dich gern, aber es reicht. Entei, Entei, komm her. Ja. Oh, Entei.
Oder Entei, Entei. Ah, geil. Zwei legendäre Hunde gesehen. Raubkatzen. Das war ein Übersetzungsfehler. Und zwar in der Regel sind das Raubkatzen. Keine Hunde. In der deutschen Übersetzung der, wie heißt's? Der Edition ist das ein Übersetzungsfehler. Sind keine Hunde, das sind Raubkatzen, glaube ich. Dass das zumindest in der goldenen, glaube ich, ein Fehler war. Auf jeden Fall ein großer Pokémon-Irrglaube. Die Musik ist geil. Ja, ihr habt das... Du kommst natürlich nicht dran. Aber Kani Mani will ich haben. Kani Mani! Kani Mani! Yes! Mit einem Glide-Kick. Feiner Marathonmann 2000. Ja, viele Punkte gibt's nicht, aber... du schon wieder. Ich hasse dich. Ja, ich bin jetzt Mario. Ich krieg trotzdem auf die Fresse. Komm her, ich helfe dir. Du fällst sie nicht so weit um. Haha, ich bin früher auf, als du auf die Fresse gefallen. Boah, zu Glück. Ich habe keinen Bock gehabt, da noch ein Leben zu verlieren. Es gibt auch noch Special-Aufgaben, die sind eigentlich ganz gut. Oh, Onet. Wir sind jetzt in Earthbound, glaube ich. Heißt das Spiel. Mit Ness, dem kleinen Psycho-Jungen. Naja, das ist nicht so ein... Das sind einfach nur drei Charaktere, die wir klatschen müssen. Ihr Lausebengel. Trottel. Weißt du, vor mir können sie super weglaufen, aber mal springen, um dem Auto auszuweichen, das schaffen sie nicht. Das sind solche Idioten. Ice Mountains. Ja, die Ice Climbers. Hab ich nie gespielt. So, diese Originalspiele. Ich weiß gar nicht, kamen die in Deutschland überhaupt raus? Ich meine nicht. Ja, wie gesagt, hier game-mäßig kenne ich natürlich ziemlich viel. Earthbound kam, glaube ich, offiziell auch in Deutschland für die Konsolen nicht raus. Zumindest die Gameboy-Spiele. Warum bin ich da jetzt nicht? Genauso wie Ice Climbers. So, die Spiele habe ich mir mal angeguckt, weil ich mal wissen wollte, mit was ich hier in Smash Bros. Den ganzen Tag so zu tun habe. Mit der Nunu. Nee. Mit der Nana und dem Nunu, glaube ich. Oder heißen die anders? Ihr habt es erraten. Tschüss. Na komm her. Weg. Oh, Bubi. Ja, mit dem Hammer oder was? Ich glaube, es geht los. Ja, da habe ich den richtigen erwischt. Smash-König, ja. Battlefield. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ob das aus dem Spiel kommt oder ob das was Smash Brothers Spezielles ist. Hier gibt's. Bei mir kriegt jeder eine Kopfnuss. Selbst die drei Damen. Ja, Mario, du hast die Peach. Jetzt nicht einfach sagen, ich bin nett zu euch, kommt mit, Mädels. Aber da ist so wie... Oha. Das gibt's aufs Maul. Aufs Maul? Komm her, das Original gegen den Metallkopf. Und ich habe nur noch zwei Leben. Aber ich habe, glaube ich, nur drei gehabt, ne? Ja, ich habe nur drei gehabt. Tschüss, Mario.
Nein! Oh, du Ratte, du Elende. Jetzt aber. Super. So schnell wie möglich besiegen, ey. Ich will jetzt im... Es ist schon schlimm genug, dass ich ein Leben verloren habe. Ich möchte jetzt im Let's Play nicht verkacken. Final Destination. Kämpfe gegen den Bowser. Natürlich nicht Normalgröße. Kann ich dich nicht am Schwanz packen und einfach rauswerfen? Nein, kann ich nicht. Ja, das war eine coole Aktion. Kann ich auch nur mit Mario. Einfach in der Luft nehmen und... Na komm her, komm, ich klopfe mich noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein Leben, also von daher. Alter, was mit dem los, Mann? Weg. Dieser Move, den habe ich so oft geübt. So oft. Und ich habe da am Anfang, wo ich den noch nicht drauf hatte, so brutal oft verschissen. Das ist richtig... Ich war da richtig sauer, Alter. Ich glaube, ich habe meinen ersten GameCube-Controller kaputt gemacht. Ich weiß nicht, den habe ich irgendwie so... Dann hat es krick gemacht und krick. Und dann war einfach vorbei mit Spaß. Vielen Dank fürs Reinschauen. War cool, ey. Haut da die Kommentare raus. Gerade bei Millie so geil. Und ja, ich mache jetzt mal eine Pause, weil ich krieg nämlich langsam Hunger. Und vielleicht mache ich heute noch ein paar Aufnahmen, weil ich bin heute richtig, wie ihr seht, ich habe richtig Mod, ey. Die werde ich nicht als Premiere machen, sondern ich hau die jetzt einfach, wenn die fertig sind, hau ich die halt raus. Mario, nein. Nein. So, was gibt's? Mario-Trophäe erhalten und super. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Hat auch super gespeichert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.